Was wollen Sie da, Glenn? Hallo ins Deutschland, Kameraden. Palak weiß, ihr habt eigentlich Video von ihm aus Frankreich erwartet. Hilfe gekommen. Schuld ist eine Karosserie. Aber Palak ist euch noch was anderes schuldig. Thema Zirkus. Und zwar, um genau zu sein, Zollbehörde. Und zwar geht es um diese Teile. Wer sich erinnert, in anderen Videos haben wir Stummel verbaut. Das im Prinzip sind die alten. Aber schauen wir uns erstmal an, wie die ganze Story angefangen hat. Deswegen Vergangenheit in die Zukunft. Ich stehe beim Zoll. Und zwar sind Teile angekommen aus Australien, die ich aber nicht bekomme. Die erste Runde gegen den Zoll habe ich verloren. Heute bin ich besser vorbereitet, habe Papiere mitgebracht, weil Deutschland will Papierkrieg, also kriegt Deutschland Papierkrieg. Die haben zu mir gesagt, die geben mir die Scheiße nicht, weil ich brauche TÜV-Papiere und die ganze Scheiße. Jetzt bin ich vorbereitet, weil guckt, habe ich original zertifizierte Dokumente. Jetzt gehe ich da rein und will meine verdammte Stumme. Was wollen Sie da, Glenn? Problem dabei ist das, das muss dann für mich das KBA prüfen. Es ist auch damit, dass es in den Rennwagen geht, nicht begrüßt, wie das zusammengesetzt ist. Das ist mir ganz echt gesagt, Jacke wie Hose. Wer hätte es gedacht? Wir haben die Teile nicht bekommen. Trotz dass in diesen Papieren eigentlich drinsteht, dass ich die Teile ohne Probleme kriegen sollte, kriege ich sie nicht. Jetzt werden die Teile fotografiert, werden noch irgendwo anders hier hingeschickt. Mal gucken, wie groß die Rechnung wird und wie die ganze Sache endet. Aber wir zeigen euch das, weil damit man mal sieht, was für eine unnötige Bürokratie hier in diesem Land ist. Dieser Verein hier oben macht es unnötig kompliziert. Und das ist eine Katastrophe. So, wie man gesehen hat, beim zweiten Mal haben wir die Teile auch nicht bekommen. Palak versucht jetzt mit seinem ganzen Halbwissen unsere Erfahrung mit euch zu teilen. Auf diesem Teil soll angeblich eine KBA-Nummer sein. Palak hat überall gesucht, nichts gefunden. Auf keinem Originalteil findet er auf diesem Stummel eine KBA-Nummer. Falls ihr euch überhaupt fragt, was dieses KBA ist: Kraftfahrt Bundesamt. Zirkus für Zoll. Wenn ihr genau wissen wollt, was das ist, dann fragt Google. Auf jeden Fall verlangen die eine Nummer auf diesem Teil, damit dieses Teil ins Deutschland eingeführt werden kann. Obwohl ich diesem Debbie beim Zoll versucht habe zu erklären. Dieser Debbie hat aber felsenfest behauptet, da muss eine Nummer drauf sein. Obwohl in den Dokumenten, die ich euch jetzt einblende, steht nur, wichtigste Teile brauchen am Automobil eine Nummer. Das bedeutet Bremsanlage, Beleuchtungseinrichtung und alles, was ihr noch in diesem Schreiben seht, braucht eine KBA-Nummer, damit ins Deutschland eingeführt werden kann. Weil Kurva Sicherheit. Und Sicherheit wichtig in Deutschland. Teil überhaupt nicht gelistet ist. Kein Getriebe, kein Antriebsstrang, kein gar nichts. Wollten die dieses Teil und dieses Teil zum Kraftfahrtbundesamt einschicken. Das Witzigste an der Story ist, keiner konnte Palak sagen, ob das Geld kostet oder nicht. Die haben gesagt, die schicken zuerst Fotos und wenn KBA sagt, die brauchen das Teil, dann wird das eingeschickt. Vielleicht komplett auseinandergenommen, um Festigkeit zu prüfen oder sonst irgendeine Scheiße. Am Ende könnte 3000 Euro kosten, aber das können die mir vorher nicht sagen. Prozess kann ich auch nicht abbrechen. Sage ich jetzt Prüfung, dann Prüfung, Kurva. Und was hat Palak gemacht? Hat Prüfung veranlasst. Damit erstens Palak und ihr mitkriegt, was überhaupt draus geworden ist. Zoll hat zu Palak gesagt, KBA stellt am Ende einfach Rechnung direkt an mich. Lustigerweise hat KBA gesagt, die stellen keine Rechnungen aus. Okay. Also wurde das Ganze überprüft. Am Ende hat Palak E-Mail bekommen vom Kraftfahrtbundesamt mit der Frage, ob das Teil in ein Driftautomobil eingebaut wird. Palak hat einfach nur ja geschrieben, KBA hat gesagt, ist okay. Und es ist auch damit, dass es in den Rennwagen geht, nicht begründet. Was soll man dazu sagen, Kamerad? Palak war sich von Anfang an sicher, dass die Teile nicht überprüfungspflichtig sind, aber Zoll hat gesagt, ich kenne mich nicht aus, deswegen hat Überprüfung veranlasst. Nach dem komplett unnötigen Papierkrieg war Palak bereit, ein drittes Mal zum Zoll zu fahren und seine Teile abzuholen. Und das sehen wir jetzt. Nach über einem Monat haben wir einen Brief bekommen. Wir springen auf Handykamera, weil Filmen verboten und ihr wisst, deswegen müssen wir inkognito. Okay.
Okay, jetzt sitzen wir hier und warten wieder 30 Jahre, bis man hier wieder vorankommt. Markenschutz, Produktpiraterie. Also für mich sieht das alles original aus. Das neue iPhone 35 bestimmt, schon aus China gekommen. Hier haben wir Parfum, Sonnenbrille, was auch immer. Ey, das sieht doch echt aus, oder was meint ihr? Ich weiß gar nicht, was die haben, ey, das ist doch original. Den Gürtel mit Schlangenleder ist auch verboten. Der Arzneimittel. Gefälschte Anabolika oder so. Auch irgendwas. Ey, das sieht, ey, das ist doch wie echt. Seid doch mal ehrlich, das ist doch. Echter Nike-Schuh. Germanische Abteilung. Guck mal, was wir haben. Nach über einem Monat. Dankeschön. Dankeschön, Zollamt. War sehr unkompliziert, diese Zolleinführung. Macht immer wieder Spaß. Danke. Wie ihr seht, schlussendlich hat Palak die Teile bekommen. Ich freue mich darüber natürlich. Nach Wochen der Recherche und Vorbereitung. Was Palak interessieren würde, haben nur wir immer so Problematik mit dem Zirkus oder geht es euch genauso? Schreibt uns mal eure Erfahrung. Es würde mich freuen, wenn andere dieselbe Qualen erlebt haben wie Palak. Dann würde er sich ein bisschen besser fühlen, gell? Am Ende haben wir unsere Stummel bekommen. Das ist ein Mix aus S14 und R33. Das Ganze haben wir getestet. Und bis jetzt, Kurva, hat alles funktioniert. Noch wichtig anzumerken, Kameraden, auch elektronische Bauteile sind ins Deutschland zu importieren eine schwierige Angelegenheit. Weil jeder elektronische Bauteil braucht eine CE-Nummer. Palak hat mal ein ECU bestellt und hat auch nicht bekommen, wurde zurückgeschickt, weil keine CE-Nummer für Europa zugelassen. Also Aufenthalt auch ins Deutschland nicht vorhanden. Wie ihr seht, Teile zu importieren ins Deutschland sehr problematisch. Du musst im Prinzip studiert haben, dass du denen erklären kannst, was Sache ist und was nicht. Wenn ihr bei Palak und Roussac live dabei sein wollt, dann schaut bei Instagram vorbei. Und wenn ihr genau wissen wollt, was damit passiert ist, dann bleibt dabei, denn es war krass. Bis jetzt.